Hallo alle zusammen. Ich bin Elena und ich bin deine Lieblingsdeutschlehrerin. Heute sprechen wir über das Verb lassen. Das Verb lassen hat drei Bedeutungen. Und heute sprechen wir über diese drei Bedeutungen. Bedeutung Nummer 1. Das Verb lassen bedeutet etwas nicht selbst machen. Etwas nicht selbst machen. Und hier siehst du meine Beispiele. Ich koche die Suppe. Ich lasse den Schnellkochtopf Suppe kochen. Ich lasse meine Multivarke die Suppe kochen. Ich baue die Möbel selbst auf. Ich lasse die Möbel aufbauen. Ich sauge den Boden selbst. Ich lasse den Roboter saugen. Die nächste Bedeutung vom Verb lassen ist etwas erlauben oder nicht erlauben. Ich lasse meine Kinder nicht fernsehen. Ich lasse meine Tochter Schokolade essen. Die Bedeutung Nummer 3 vom Verb lassen ist etwas nicht mitnehmen. Nicht mitnehmen. Zum Beispiel, wo ist mein Kuli? Ich habe ihn in der Schule gelassen. Wo ist mein Schlüssel? Ich habe meinen Schlüssel zu Hause gelassen. Heute hast du drei Bedeutungen vom Verb lassen gelernt. Bedeutung Nummer 1: etwas nicht selbst machen. Bedeutung Nummer 2: etwas erlauben oder nicht erlauben. Bedeutung Nummer 3: etwas nicht mitnehmen. Und jetzt lass mir bitte einen Kommentar hier unten und abonniere meinen Kanal. Tschüss!